willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack, meine lieben Freunde, zusammen mit dem Rotpilz. Wie du einfach weißt, was ich mal sagen muss. Naja, wie ihr seht, ich habe gerade einen anderen Shader drin. Das ist, warte, ist das überhaupt der Ultra Shader? Sieht aus wie Rudo ein bisschen, ne, Ultra, ja. Und ich kann mit dem Shader aufnehmen, während ich render. Ich bin Pilz. Nee, wie ein paar wissen, habe ich ja mir eine neue Grafikkarte geholt. Und ich weiß das. Ja, du weißt das. Und ein paar auf Instagram, die mir folgen, wissen das. Oder auf Twitter oder gestern, die im Stream dabei waren. Du hast sie auf Instagram gepostet? Ich habe folgt dir, aber ich habe das nicht gesehen. Nee, hast du nicht gesehen, aber ich habe die gepostet, ja. Und ihr müsst wissen, ich habe gerade Fullscreen. Ich nehme mit Shader nie Fullscreen auf, weil ich das nicht packe. Jetzt Fullscreen gerade. Und Render dabei nebenbei. Also die Grafikkarte hat schon mir viel gebracht. Und ja, was soll ich machen? Ich wollte gerade, ich wollte eigentlich jetzt in dieser Folge, boah Junge, sogar die Lichter sind, boah Junge, heftig, ein bisschen hier. Beschreib mal, wie ist das Gefühl für dich so? Ich weiß nicht, der so PC ist aus, warte, ruhig. Beschreib mal, wie ist das Gefühl für dich so heftig zu sein? Und ich render und nehme auf mit Schild und der PC ist so leise. Ich verstehe das nicht. Wie ist das Gefühl für dich so heftig wie Rotpilz zu sein? Du bist doch nicht heftig. Doch. Allein wegen meinem Monsterkopf. Achso, ja, klar, stimmt. ja, du bist schon nicht schlecht, aber kannst du auch mit mir mithalten? So, warte. Spaß beiseite. Ich wollte gleich auf eine Zuschauerfrage oder auf eine Kritik eingehen. Eine Kritik? Ich habe ja immer gesagt, dass ich gerne für Kritik bereit bin, aber es war eigentlich ist ein bisschen Hate so. Und darauf wollte ich ein bisschen eingehen, weil ich das so lustig fand. Und ja. Bevor ich hier rumrenne und nichts mache, fange ich an Sand zu sammeln für... Wo bist du gerade überhaupt? Unten oben. Unten oben? Stimmt, Alter. Jetzt sehe ich gerade bei Videoanstellen, wie viel 5 Chunks zum Beispiel sind, wie viel ich sehe. Krass, der Chunkloader, den wir, by the way, bei Galaxy werden wir auf jeden Fall noch bauen. Der lohnt sich. Bist du gerade in deinem Haus? Ja, ich gehe jetzt aber gerade nach unten. Das ist immer so kritisch, weil ich habe keinen Weg nach... mein Weg. Wie kann ich das machen? Geh jetzt mal zu Dena. Das ist noch so viel Arbeit, Freunde. Aber ja, ich lese gleich einen Kommentar vor, dann wisst ihr, was los ist, meine Freunde. Ja. Hast du noch was so zu erzählen, so? Nö. Also ich, man mag das gar nicht glauben, aber das ist sogar, glaube ich, die erste Folge, wo ich mal mitspiele, ohne aufzunehmen. Ja, wir sind eigentlich immer, also wir nehmen ja beide zusammen immer eigentlich auf. Ich habe mir gerade so gedacht, ich renne da gerade. Aber er kann, wenn er rendert. Nein. Na, ich hab gerade 60 FPS, aufnehmen könnte ich. Ja, klar, natürlich kannst du aufnehmen. Aber, tu ich nicht. Guck mal, ob der andere Shader. Ob der Rudoplay Shader überhaupt mehr zieht. Ne, der zieht weniger. Der Rudoplay Shader, also der Ultra Shader, der zieht weniger. Hast du diesen. Welchen hast du, den Ultra Shader oder diesen Preview Shader? Also bei mir steht. Warte. Ultra Shader nur. Okay. Interessant. Der Preview-Dings zieht gar nicht so viel, wie man schon denkt. Ja, also der zieht gar nicht viel eigentlich. Aber den habe ich nicht. Der sieht aber auch geil aus. Hab aber nur Rudoplays und diesen Preview drin. Und diesen sehr genau Seos VA, den ganz, ganz alten Seos V 8.0. Also das ist ein super alter. Es gibt ja momentan den 10.0. Der 8.0, den habe ich auch. Der 10.0 habe ich gerade, den Ultra. Der 8er, der 8er ist ein Jahr jetzt alt. Also ich hatte gerade jetzt den Zeus 10 Ultra Shader. Der 8er ist jetzt ein Jahr alt, aber der ist super ressourcenintensiv und die Farben sind alle so ein bisschen bleich. Ja, also ich sehe schon, der zieht mir viel. Früher hatte ich den immer, also eigentlich überall in jedem Video, aber der ist halt, die Farben sind halt so bleich und bei Rudo Plays ist halt, also kräftiger. Ist halt alles ein bisschen kräftiger und ein bisschen sättiger. Okay, bevor ich hier Shader-Kunde mache, lese ich mal den. Früher war Rudo Plays super hässlich. Ja, okay, erzähl mal. Soll ich mal den Kommentar lesen? Da habe ich dir mal erzählt, weiß gar nicht. Also, letzte Folge hatte ich ja mit Revi über die Wärme ein bisschen gelabert, da ist ja Felix reingeplatzt und so, war eigentlich relativ lustig. Und hat Revi gesagt, ist Albanien in der WM, ne? Und dann habe ich darauf gesagt, nee, die spielen schlecht und ich hoffe, dass bevor die sich richtig gut verbessert haben, dass die es schaffen, nie in der WM irgendwie durch den Freilos oder so reinzukommen. Damit die nicht gegen Costa Rica wie 10-0 verlieren. Und dann hat einer in den Kommentaren geschrieben: Jetzt reicht's langsam! Du stellst unser Land Kosovo als billige sind dummes Land da. Aha. Schäm dich!
Verteidige mal dein Land, mal ehrlich. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So. Da schreibt da drunter einer, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und dann warte ich. Und dann schreibt, so ein, und dann schreibt einer da drunter, ich habe ja darüber über Albanien geredet, ne? Verstehst du, was ich meine? Die als Mannschaft. Dann, und der hat geschrieben, du beleidigst unser Land Kosovo. Und dann schreibt einer da drunter, der hat auch einen albanischen Namen, scheint ein Albaner zu sein. Haha, Albanien und Kosovo sind zwei verschiedene Länder und es stimmt auch, dass Albanien schlecht im Fußball ist, also kein Grund, sich aufzuregen. Und der ist Albaner, der heißt Krasniqi mit Namen, das ist ein albanischer Nachname. Auf jeden Fall, was ich dazu sagen will, ist, was du bestimmt auch bestätigen kannst, ich habe bestimmt nichts gegen mein Land, weil ich bin eigentlich stolz, Albaner zu sein, doch. Du hast ja letztens so eine Flagge zu Hause verbrannt. Ja, ja, auf jeden Fall, nein, ich hab eine albanische Flagge, aber, Der hat sogar so einen dicken Wandaufkleber, den er überlegt, an seine Wand zu machen. Ja, so ein Wandtattoo von der Albanien-Flagge, kann ich mal irgendwann mal zeigen. Auf jeden Fall. Die Sache ist die, Fußball ist eine Sportart und wenn ich sage, dass Albanien schlecht ist, dann habe ich doch nicht gegen das, was gegen das Land. Ist doch voll schwachsinnig, oder? Oder stimmst du mir zu? Vor allem ich bin nicht so der Fußballtyp, Felix ist auch nicht so, deshalb juckt uns das nicht. Da kann Albanien 100-0 gegen, keine Ahnung. Gegen den Esel gewinnen. Gegen Esel auch verlieren, das juckt mich nicht. Verstehst du? So, keine Ahnung. Also mich als abzustempeln, als untreuer Albaner und, ja, das ist, Da geht's auf den Popo, Alter. Da ist der Spaß vorbei, meine Freunde. Ja, wirst du sehen. Du wirst sehen. Und das wollte ich halt ansprechen. Nun mal so, weißt du, ne? Ja, und das war's dann auch schon. Das war's schon. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschö, Spaß. Einfach so. Tschö, Wir haben noch ein bisschen Zeit. Na, wie scheiße. Voll doof. Ja gut, hab ich gesagt. Du gesonderter Stöpp an Husten. Einfach jedes Mal. Junge, an Husten. Einfach jedes Mal, du weißt nie, woran ich sterben soll. Du sagst dann immer so, stirb an und dann denkst du so, dann denkst du einfach so, nee, ich kann jetzt nichts Böses sagen. Eigentlich liebe ich den noch voll. Und dann so, Husten. Oder in so einem mein Pferd gerade hier in Craftek ist so stark wie mein Cleaver in Galaxy. Never. So, scheiße. Felix, aber an Husten zu sterben, stelle ich mir voll grausam vor. So, dann irgendwann blutest du so, weißt du, kotzt, hustest du Blut und so, und irgendwann verreckst du. Halt so eine Lungenentzündung quasi, ne? Mhm. Jo. Ja, also mein, aber als ob dein Dings, als ob dein Schwert jetzt gerade irgendwie 13 Attack Damage hat, nee, oder so. Nee, mein Cleaver macht 11 nur. 11? Ja. Und dein Schwert hat gerade 11? Ja, ich hab Schärfe 3 drauf. Schärfe 3, ich hab bei mir Schärfe 4. Und wie viel steht da bei dir? 7. Was? Bei mir steht, okay, bei mir steht 10,75, aber trotzdem. 10,75? Das gibt's? Ja klar, wenn du Schärfe 3 hast, dann hast du 10,75. Crazy. Was war, mein Schwert in Varo war so stark, das hat er 12, glaube ich. High One. High One Schwert hatte ich, ne? High One! So für... Oh Mann, Leute. Weil der ist der erst schreien, drecks die Sitterbohnen auf der Autobahn. Links blinken, rechts überholen. Ja, genau. Links blinken, rechts überholen. Manchmal sage ich das andersrum. Eine Flasche Gin trinken, gegen den Wind pinkeln. Auch mal einen Witz bringen, übersehe das Blickwinkel. Oder dann mal ein Like geben bei meinen Videos. Oder mal zu Ende schauen und dann nach einen Kommentar schreiben. so Werbung. Ist das ein richtiger Petrit-Reim gerade wieder? Ja, ja. Kennt ihr eigentlich die Petrit-Reime? Die sind schlecht. Die sind gut. Manchmal sind die gut. Ja, die sind gut. Natürlich sind die gut. Ja. Oh, die sind sowas von gut. Petrit-Reime. Die sind richtig. Boah, oh. Petrit ist der Boss. Kollege kann einpacken. Ich will ja nichts sagen, aber abonniert mal meinen Kanal. Nein, so eigene Abonnenten. Ja, es gibt ja welche, die wahrscheinlich noch nicht abonniert haben, sondern so nur vorbeigucken. Also abonniert mal. Nein. Eure Mutter wird sterben. Boah, Junge, direkt mal 100.000 neue Abonnenten haben alle so Angst, ey. Alle haben Angst, dass ihre Mütter sterben oder dann gehen sie ins Verderben rein. Und essen dann. Ich war immer diese Einser-Reime, Alter. Ja, ich kann auch Doppelreime. Kann ich auch, aber nicht auf Freestyle Instant, dass irgendwas Sinn ergibt. Nicht auf Freestyle Instant, dass es Sinn gibt. Hier ist ein Chicken, Mann. Auto ohne Lappen, Motorrad ohne Petrit. Ich bin heute wieder bei Felix. Also wir treffen uns mal wieder. Der lutscht mein Arschloch.
Ja, ich öl seinen Cock. Ich weiß aber, dass ich das immer ab und zu sage, oh, Cock ölen, ne? Cock ölen? Sag ich das nie? Hab ich das nie zu dir mal gesagt? Mein Cock einölen? Hab ich das schon mal gesagt? Öl meinen Cock. Kann ich nicht dran erinnern. WTF! Nee? Weißt nein, du, das kann ich echt nicht früher, dran erinnern. Früher, wo ich aktiv WoW gespielt habe, ne, so, habe ich so einen Albaner kennengelernt. Das war ein richtiger Kanake, ne? Und ja. Dann hat er immer gesagt, also der hat mir das eingeredet, dass immer wenn dir jemand auf den Sack geht, ne? Oder so anstatt halt Small House, hat er immer gesagt, öl mein Cock, du Hurensohn. Und seitdem habe ich das auch gesagt und das habe ich wieder so ein bisschen beiseite gelegt und hatte wieder überlegt, dass öl ich. Öl mein Cock hast du noch nie zu mir gesagt. Nichts? Boah, nee, ich glaube noch nie, vielleicht einmal oder so, aber noch nie. Krass, das habe ich früher so oft gesagt, ne? Ist das gerade so eine Antastung meiner Ehre, dass du das noch nie zu mir gesagt hast? Inwiefern? Da tastest du gerade meine Ehre an, weil du das sonst zu jedem sagst, aber nicht zu mir. Also bin ich jetzt ehrenlos? Bin ich jetzt kein Freund? Nein, du bist vor allem mein Freund, weil ich zu dir nicht sage, dass du meinen Cock ölen musst. Hä, hey, aber ich würde gerne deinen Cock ölen. Also, dann öl meinen Cock. Sag das, schreibt alle in die Kommentare, öl meinen Cock. Patrick, guck mal hier auf der. Boah, Junge, das werden wir jetzt verbreiten in den nächsten Folgen. Guck mal auf den Schienen, Patrick. Die Shirts, öl meinen Cock, die Shirts! Patrick, guck mal die Schienen, guck mal, ich fahr weg. Ja. Ah, Patrick. Ich baller. Du kriegst mich nicht, du kleiner Wasser. Stell mal vor, nee, krieg ich nicht, verpiss dich, du Hure. Ich wollte nur mal ein bisschen Glas haben. Nee, aber stell mal vor, ne? Öl mein Cock-T-Shirts. Würde jemand so anziehen. Und da ist da so ein Schwanz drauf, der so glänzt. Ja. So ein glänzender Cock. Ja, da haben wir hier Sand. Wenn wir jetzt in den Kissen hier Sand haben, ne? Oh, wir haben Sand, wir hätten gar nicht fahren müssen. Auto ohne Lappen und Motorrad ohne Helm fahren. Ferris MC. Sage never schön. Oder Todesstille Furzen in der Badewanne. Föhn. Nein, ich werde sterben. Wer sagt, das Leben wäre einfach? Viel zu viele Peters sind gescheitert. Boah, ich werde doch nicht sterben. Ich gehe immer weiter. Augen. Peter ist einfach ein Zombie, der hat eine komplette Diamantrüstung und ein Eisenschwert. Schlägt er mich? Das ist so ein Stein. Augen. Der ist einfach hier eingesperrt, Alter. Patrick. Ja, das ist so. Ist einfach ein Zombie. Ist das Markus? Der hat der heißt, ich weiß nicht, ob das Markus ist. Aber der hat ein Eisenschwert und eine komplette Diamantrüstung. Zeig mal. Das ist jetzt wahrscheinlich locker der von Revi. Der ist aber an einer anderen Stelle hier unten. Ja, die haben doch, den hat den doch in so einen Waggon reingetan, soweit ich weiß, und hat mit den ein bisschen mit dem Mond gefahren. Der Dummkopf. Bist du ganz unten? Ja, ganz unten. Ganz egal, ich gehe immer weiter. Und ich habe keinen Optifine drin. YOLO. YOLO. Meinst du, mit Optifine hätte ich mehr Frames? Nee, weniger, Petrus. Natürlich mehr. Okay, krass. Muss ich mal Optifine installieren, habe ich mehr Frames. Aber wir nehmen. Hi, warte. Peter. Ich guck mir das an, dann beende ich auch die Aufnahme. Aber auch wieder nicht. Ich sag gerade eben so zu meiner Mama so. Peter kommt gleich hin. Und dann meint sie so, hä? Ja, also die Mutter von Felix weiß auch, kennt auch, hä? Jeder kennt, Die ganze Welt kennt, hier ist es. Da, lass mal, wollen wir den töten? Ja, das ist. Nein, töte nicht. Fickt uns, okay. Wenn wir den töten, ne? Nichts machen, nein! Direkt eh wieder, chill. Kleiner ehrenloser Bastard. Ich nehme aber hier die 10 Diamanten raus. Was? Okay, Krieg. Nein, war schneller, du scheiß Meinker! War schneller. Ich bin gar nicht mal so langsam, ne? Nein! Kleiner Hurensohn, Alter. Ich will mein Zeug wieder haben. Wie schnell ich war mit Hüpfen auf Treppen, Alter, das geht voll ab, ey. Was? Willst du wieder sterben? Nein. Ehrenloser Hund, Alter. Schreibt alle in die Kommentare. Felix, öl einfach meinen Cock. Wärme ich nicht mehr, ne? Ey, gib mal mein Zeug bitte wieder. Geh runter, ich hab das gleich aufgesammelt. Mein Inventarplatz war voll mit Clay. Oh, ist das dein Ernst, Alter? Geh. Boah, Junge. Zum Glück nimmst du nicht auf, das wäre ja noch bitter, Alter. Bitterer, einfach so bitterer. Ich habe einfach 10 Diamanten jetzt von unten geklaut. Juno, Alter. Weil ich schulde den dann noch 50 Diamanten. Das juckt mich jetzt. Aber er schuldet mir auch 2 Döners. Schreibt alle bei ihm, bei denen in die Kommentare. Döner. Felix, du schuldest Petrit noch 2 Döner. Du hast glaube ich, Holz von mir noch. Du hast mir ganz viele Kartoffeln geklaut. Ja, kann sein. Gebe ich dir später aufscreen zurück. Aber schreib alle bei denen in die Kommentare, du schuldest Petter noch 2 Diamanten-Döner. Ja. Ich glaube, ich beende hier die Aufnahme. An dieser Stelle, an dieser Ecke hier. So, meine lieben Freunde, das war's für die
kurze, wobei die ist gar nicht mal so kurz ausgefallen. Schreibt in die Kommentare, Felix ist der Geilste. Ja, und öl mein Cock und keine Ahnung und seid cool und lasst eine positive Bewertung da, meine Freunde. Und würde mal sagen, schon bei Felix vorbei und bis zum nächsten Mal.